Wir befinden uns hier auf der dritten La Familia Fight Night. Ja, der Kampf Enrico Kehl gegen Alex Vogel ging gerade zu Ende. Leider bitter und sehr kurz. Ein Low-Kick ging quasi daneben, ein Tiefschlag und Alex Vogel konnte ich weitermachen. Ich stehe mit dem Trainer Klaus Waschkewitz. Klaus, erzähl mir ein bisschen nochmal deine Sicht der Dinge. Ja gut, beide waren natürlich heiß auf den Kampf. Ich denke, sind die beiden besten Mittelgewichter, die wir in Deutschland haben. Und vielleicht war Enrico ein bisschen zu überhastet, so ein bisschen zu emotionell und war ein Tieftritt. Da saß es voll, haben wir alle gesehen. Hoden ist nach oben gerutscht, Alex ist jetzt auf dem Weg ins Krankenhaus, konnte natürlich nicht mehr kämpfen. Das war natürlich keine Absicht, das hat jeder, das ist klar, logisch, das unterstellen wir auch niemandem. Das war jetzt unglücklich, aber Alex konnte einfach nicht mehr kämpfen, konnte nicht mehr gehen, gar nichts mehr. Und er liegt jetzt gerade beim Doc und der Krankenwagen wird geholt und dann müssen wir mal schauen. Ich hoffe, der hat den Hoden jetzt wieder runtergedrückt und das müssen wir aber zur Sicherheit doch mal ins Krankenhaus fahren, damit Alex auch weiter Kinder kriegen kann. Eins hat er ja schon. Ja, ist natürlich wirklich sehr bitter. Wir haben Backstage ein bisschen nochmal mit ihm gesprochen, also es geht ihm wirklich nicht gut. Und ja, bitter im doppelten Sinne, weil er hat sich ein Jahr lang, beziehungsweise Enrico hat sich ein Jahr lang auf das Rematch vorbereitet und Alex war natürlich auch heiß drauf. Schade, dass nicht geklappt hat, beziehungsweise dass so zu Ende ging. Einen kleinen Lichtblick gibt es jetzt noch. Sefa Göktepe war gerade bei uns im Interview und hat angeboten, bei seiner Veranstaltung am 1. September den dritten Rückkampf sozusagen ja, festzumachen, wenn alle Parteien sich einigen können. Kannst du vielleicht dazu schon was sagen? Gut, wenn alles von unserer Planung her passt, wir haben ja auch noch ein bisschen Planung für Alex gehabt und mit Holland steht auch noch was aus, das kläre ich aber Montag, Dienstag ab und dann werden wir uns sofort melden und ich denke, wenn nichts passiert, dann wird es wahrscheinlich auch funktionieren am 1. September. Ich denke, das wäre ein großer Trostpreis für die Fans, die sich auf diesen Kampf sehr, sehr gefreut haben. Wäre natürlich toll, wenn es klappt. Klar, für die Fans war es schade, für uns auch, weil wir haben uns auch auf diesen Kampf gefreut. Und unsere Jungs, Telefone gehen heiß, laufen heiß. Sie wollen natürlich wissen, einige sind auch mitgekommen. Aber das ist halt Sport, da kann man nichts machen. Das war ja nicht keine Absicht, das war einfach die Emotionen schwappen ein bisschen hoch bei beiden. Und das passiert und das ist, hoffen wir und drücken wir dem Alex die Daumen, dass es nicht ernstlich ist. Kann ich mich nur anschließen. Also einigen wir uns darauf, in den nächsten Wochen einfach Ground and Pound checken und schauen, ob es dazu kommt. Okay. Ich danke dir vielmals. Okay, danke auch.